Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Pixelmon Battle League Staffel 2. Oh, den habe ich jetzt erstmal wieder verschoben. Wir gehen mal drauf. Wir sind ja immer noch als Team Rocket unterwegs. Das wird sich auch diese Season nicht mehr ändern. So viel kann ich schon mal sagen. Da könnt ihr froh drüber sein, da könnt ihr traurig drüber sein. Mal ein bisschen Trash-Talken wieder. Na, hier. Ne, wir schreiben nur Lali. So, ist es besser. Ah, da läuft ja schon einer. Der will auch noch was schreiben. Gut, dass er geschrieben hat. Ja, als Team Rocket unterwegs sein ist schon geil. So, da hinten ist ein Teddy Ursa. Ich möchte unbedingt wieder Teddy Ursa haben. Das wird so mein Steppenpferd. Da hinten sind noch Apfelkokos. Und wir brauchen Eisen. Und Fisch und müssen trainieren und so weiter und so fort. Ist die Musik ein bisschen laut? Kann das? Kann das sein, dass es einfach nur mein Headset ist, dass ich das nicht richtig eingestellt habe? Wenn ihr kaum Musik hört, tut mir das leid. Hier ist kein Eisen. Die Frage ist ja, wo ist Eisen noch? Also wo gibt es das noch? Es gibt natürlich viel Eisen. Aber wo? Direkt jetzt. Dann haben wir Holz, ja, auch nicht mehr so viel. Aber wir müssen irgendwas machen, das Pixel Spaß. Laufen wir mal hier vorbei. Ganz dezent. Kann uns ja nichts. Was ist denn? Peter ist Level 9. Das ist ja schön für Peter. Da drüben ist ein Lidian. Pixel Spaß macht jetzt erstmal den Peter. Während sein Kumpel da ist und Shigo. Alter Schwede, was ist denn hier los, ey? Das gucke ich mir nochmal an jetzt. Ja, alles safe hier. Dreh dich um, dreh dich um. Da, hier ist Shigo. Tja, wollte Shigo nicht darauf antworten, was hier los war. Das ist ein Saftkorn, das kann ja nichts. Mir wurde gesagt, mach mal. Ach nee, Saftkorn ist ein Käfer, ne? Egal. Komm. Schubert da. Verwirr es erstmal. Hier ist Partei, sagt sie. So, es benutzt Härtner und ist verwirrt. Verletzt sich auch selbst, das ist auf jeden Fall richtig gut. So. Wie viel haben wir noch? 9, okay. Das passt. Mit Level 8 lernt es Erstaunen im Übrigen. Na, da muss man auch mal Raupi vernichten hier. Was ist das für ein Pokémon? Ach, Erstaunen hat es jetzt schon gelernt. Ich weiß nicht, gegen wen wir kämpfen. Der kann auf jeden Fall tackeln. Und zerstört sich selbst irgendwie. Das ist gar nicht so schlimm. Ladybar. Zwei Strings. Ich weiß nicht, welches Pokémon ich zerstört habe. Jetzt auf jeden Fall Raupi. Oh, Alter, Raupi, ey. Dreh ich richtig durch hier. Mach ich das mal richtig fertig, mach ich richtig nass. Okay, dann erschauen, ne? Nice. Erstaunen ist nice. Da ist noch ein Ladybar. Den nehmen wir mit. Muschas. Da ist noch ein Raupi. Das kann auch mit Erstauner fertig gemacht werden. Man muss auch Kleinvieh noch miss. Guckt euch das an hier. Geisterattacke von Zubat. 14. Oh. Dreht richtig durch unser Zubat. Es ist mit 12 lernt es Biss oder so. Und dann können wir ja. Den können wir von da aus können wir weitermachen. Aber zurzeit ist es halt schwierig, weiter wegzugehen als das. Dann haben wir Strings und hier, das ist Captain Krabs hier. Nicht Captain Krabs hier, Mr. Krabs ist das. Captain Krabs. Wir wissen ja alle, dass Captain Krabs ist. Krabs ist der Captain. Da war doch eben Magikarp. Wenn das jetzt nicht zu stark ist, dann nehme ich das auch gerne an mich, das Magikarp. Was ist denn mit Muschas? Muschas wäre auch geil.
Weberack ist auch ein bisschen stark. Lady Bar hier. Da haben wir eins. Eins unserer nächsten Opfer. Okay, Erstauner macht da schon gar nicht mal so wenig Schaden. Machen wir nochmal eine Runde Blutsauger. Okay, Erstauner ist. Ist okay. 78, das ist gar nicht so schlecht. Da oben sind nochmal Weberacks. Ich habe auch überlegt, einen Weberack zu fangen nochmal. Wäre auch gar nicht so schlecht. Da drüben ist Pikachu. Was hat das drauf? Level 8. Okay, es hat vielleicht doch ein bisschen mehr drauf. Bisschen mehr als das. Okay, das Weberack ist Level 18. Da hinten ist ein Kramox. Ich soll ja Unlicht-Pokémon angreifen. Hoothoot ist auch noch so geil, weil Noctu wäre auch ganz cool. Kramox, ja. Level 27. Wohl eher nicht. Nicht in dieser Welt. Beziehungsweise nicht jetzt, nicht mit Zubat. Aber ich kann ja auch später fliegen, weil ich versuche ja X-Bug zu kriegen. Aber wir können es eigentlich mal rauslassen, weil das bringt ja Freundschaft hoch. Das entwickelt sich ja nur durch Freundschaft. Und so geht die Freundschaft hoch. Wurde mir gesagt von dem lieben Kollegen Grants. Hier ist ein Ei. Schade, dass man aus den Eiern nicht wirklich was rauskriegt. Zubat noch da? Komm mal zurück, Zubat. Wir probieren jetzt hier Magikarps. Sehr gut. Jetzt erstmal Blutsauger. Wir müssen uns erstmal hochheilen wieder. Was mit Erstauner? Sieht auch nicht so viel ab, aber wir können es mal so einen Wechsel machen. Platscher macht ja gar nichts. Zieht immer nur ein KP ab. Erstauner im Übrigen auch. Pixel Spaß hat jetzt das Spiel verlassen, dann wird Freezy auch das Spiel verlassen. Und Shigu auch. Alter, was ist denn hier los? Habe ich überhaupt in den Kopf geschrieben, dass ich aufnehme? Ja. Level 15 ist zu krass. Level 7 nehmen wir nochmal mit. Chubat. Selbst wenn es so ist, zieht es nur eins ab. Wir müssen es halt nur oft einsetzen, beziehungsweise müssen halt oft heilen gehen. Machen wir nochmal zweimal Erstauner hier. Bringt auch so gut wie keine XP. Goldini. Doch kein Magikarp mehr hier. Ist ja eine Ansage, wenn hier keine Magikarps mehr sind. Doch, da ist noch ein Carpador. Sehr gut. Zubat. Gib ihn. Oh, ich freue mich so auf Biss. Wir haben relativ viel Rüstung eigentlich sogar. Dafür, dass es nur die Team Rocket-Dinger sind. So, den Apple Coco haben wir uns noch gegönnt. Haben wir uns gesnaggelidaggelt. Da ist ein Shiny Hoothoot oder ist es ein Boss Hoothoot? Ich glaube, es ist ein Boss Hoothoot. Zubat, Leute. Level 10? Ich weiß gerade nicht. Level 12 war, glaube ich, Biss. Bin mir jetzt nicht 100% sicher. Das könnte ich nochmal nebenbei nachgucken, aber ich lasse es, weil es lernt Biss, wenn es Biss halt lernt. Das ist. Belastet uns jetzt nämlich auch nicht, wenn es jetzt mehr oder minder schnell geht. Wichtig ist, dass wir dieses Litomit da fangen. Beziehungsweise töten. Ich habe auch noch nicht herausgefunden, ob für mich auch noch die Regel gilt mit dem. Boah. Mit dem Stein-Pokémon wieder. Krass. Das war übertrieben gerade. Aber gut, halt auch. War bestimmt eine Bodenattacke und ich habe doppelten Schaden gegen Boden oder so. Alles ist möglich in dieser Welt. In der Welt der Pokémon, Leute. Nee, boah, ich laber wieder einen Scheiß. Wir müssen gucken, dass wir trainieren halt. Das ist leider das Einzige, was zählt. Das übertriebene Hut. Kramaux, wenn du jetzt nicht zu hoch bist. 28. Kämpft auch gerade gegen einen Hut. Kriegt halt auch böse aufs Maul vom Hut. Da oben fliegt noch ein Zubat. Da ist ein Ledian. So, jetzt ein hohes hier. Ein hohes. 13. 13 ist gut. 13 ist sehr gut. Kannst du ein bisschen Erstauner machen. Alles kein Problem.
Das Problem ist, dass man mit 5 erst die Hälfte hat. Das heißt, ich brauche 10. Ich brauche Biss, Leute. Es geht so auf keine hier Kuhhaut. Sehr gut. Noch mehr Magikarps. Hier waren noch eben so viele. Wo treiben die denn alle hin? Da ist noch eins, Level 11. Komm zurück, Zubat. Mach das Magikarp jetzt. Nice. Boah, ich dachte kurz, dass es nicht passiert. Jetzt hat er einen Schaden gekriegt, da kann man nochmal einen Blutsauger ansetzen. Ach, Leute. Was hatte ich jetzt gesagt? 12 oder was? Boah, wenn das irgendwie erst 14 ist oder so, dann sehe ich da echt schwarz. So, wir müssen wieder zurück. Nützt ja nichts. Was hier mit dem? Das ist wieder so High Level. Oh, da drüben ist ein Turtok, Leute. Da ist ein Kramauks. Welches Level bist du denn, Kleiner? Level 12. Okay, du willst auch kämpfen direkt. Wird auch gekämpft. Das ist okay. Blutsauger ist ganz gut. Das vernichtet sich, glaube ich, auch fast selbst. Nice. Und wir haben Biss erlernt. Okay. Weiß nicht, ob es das jetzt bringt, aber wir machen mal Superschall. Okay. War One-Hit. Aber ist okay, wir haben Biss erlernt. Das ist sehr wichtig. Jetzt können wir endlich mal wieder was reißen. Ein Flickmon Level 36, ey. Krasse Geschichte manchmal. So. Aber dadurch, dass Zubat halt Level 12 ist, endlich geht's voran, Leute. Das war krass. Was war das dann? War nicht bei mir hier. Beim Spiel. Ja, das kannst du vergessen. Hat es mich echt von der Dings hier gestoßen. Das Flickmon. So, jetzt können wir hier endlich so ein Ladybar snacken. Okay, Level 6 ist vielleicht ein, oder 7 ist vielleicht ein bisschen zu niedrig. Level 10 ist vielleicht ganz gut. Mit Biss, ey. Geht's direkt los. Ja, das ist uns noch gepuncht, aber keine Chance. Sonst keine gepunchten Sachen andrehen hier. Level 16. Level 15. Okay, vielleicht schaffe ich auch das 16er. Zubat kriegt auch immer Schaden, das ist einfach so übertrieben. Da ist ein Togetic. Level 28. Knuffenser Level 2. Ein paar Raubis. Da bist du ja. Beiß mir dich mal. Bist du mit Superschall? Avoid the attack, okay. Okay. Das wird Magikarp wahrscheinlich gewinnen, weil wir so eine Scheiße vorhatten. Oh, krass, haben wir doch noch gewonnen. Hatte ich jetzt nicht gedacht. Doofe Magikarps. Haben wir auch. Das Problem ist, da ist unsere Rauswerferin, ey. Die Frau, die uns ausgeworfen hat, da. Tja, Steffi, guck dir das an. Deinetwegen müssen wir Zubat hier rumlaufen haben. Ein süßes kleines Zubat. Na? Darum sitzt ein Pikachu, ey. Komm mit Zubat. Wir gehen spielen. Mit den richtigen Kids, ey. Wie wär's hier gegen dieses Knuffenser? Okay,
Okay, ich glaube, Biss ist so die leitende Attacke hier in dem Kampf. Nice, wir haben Leaves bekommen. Die haben wir gleich dahin gehängt. Okay. Hoffen. Leute, hoffen und bangen. Es ist eingeschlafen, nice. Ist wieder aufgewacht, das ist sehr gut. Okay, mit Chance. Wäre schon cool, wenn wir es schaffen. Tja, wir haben es geschafft. Und Zubat, oh, er lernt Flügelschlag, nice. Dafür verlernen wir jetzt Erstauner, ist glaube ich ganz wichtig. So, wir haben Flügelschlag gelernt, nice, dann können wir auch wieder ein paar Pflanzen-Pokémon besiegen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, sagt euer Gobeismann, ciao.